Die Industrienation Deutschland hat sehr viele Reiche, noch mehr Arme und unendlich viele Schulden. Die Banken haben mehr Macht, als sie eigentlich haben sollten. Sie verleihen Geld, das sie selber nicht haben, was sie selber nicht haben. Das ist doch keine Ordnung, Leute. Wir verschulden uns sekündlich um über 1300 Euro. 1300 Euro pro Sekunde. Das muss man sich mal ausrechnen. Ist ja kein Wunder, dass bei diesem Irrsinn niemand mehr durchsieht. Wir haben Bildung über Schulden finanziert, wir haben Sozialausgaben über Schulden finanziert. Insofern müssen wir auch selbstkritisch hier umgehen und wir müssen selbst von unseren Politikern einfordern, dass sie nur das ausgeben, was wir ihnen geben und nicht darüber hinaus. Jede Woche retten Merkel und Sarkozy Europa neu. Dieses System wird und muss objektiv zusammenbrechen. So kann es nicht funktionieren, weil diesen gewaltigen Summen stehen keine Werte auf der anderen Seite mehr entgegen. Zugespitzt gesagt, diese Krise ist eine Reichtumskrise. Es gibt also viel zu viel Reichtum, welcher nicht profitabel angelegt werden kann. Ich würde sagen, dem Euro geht es wirklich gut. Ja, entgegen dem, was ja viele Journalisten oder auch Forscher behaupten, haben wir keine Krise des Euro. Das ist eine Krise der Staatsschulden und des Finanzsystems in einigen Eurozonenstaaten. Puh, ey, das ist alles so vielschichtig und kompliziert, da würde mir ganz schwindelig von. Ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Ich verstehe einfach das ganze Wirtschaftsprinzip nicht. Ich meine, Angebot und Nachfrage, okay, das haben sie uns in der Schule beigebracht. Ja? Jawohl. Gibt es überhaupt jemanden, der da den Überblick hat? Was wir brauchen, ist eine europäische Regierung mit Finanzkompetenz, mit Steuerkompetenz. Wir brauchen nicht weniger Europa, sondern mehr Europa. Und dann ist der Euro absolut unschlagbar und ist auch wesentlich besser als der Dollar. Stichwort Raumfahrt. Wenn bei so einer Rakete das Hauptsystem ausfällt, dann greift ein Notfallsystem, damit die Rakete nicht abstürzt. Ist ja ganz logisch. Das sogenannte Redundanzsystem, das hat die gleiche Lösung, nämlich die Rakete stürzt nicht ab, funktioniert aber ganz anders. Ein Notfallgeldsystem muss her. Also unsere konkrete Alternative heißt Spreeblüte. Das ist eine regionale Währung in Berlin und Brandenburg, was anders funktioniert als der Euro und auch unabhängig vom Euro funktioniert. Dieses Unabhängige besteht darin, dass sich die Unternehmer ein Geld schaffen, was im Kreislauf zirkuliert und nicht an die Kapitalmärkte abfließen kann. Es ist im rechtlichen Sinne kein Geld. Es gibt Rabattcoupons, es gibt Miles and More, es gibt ganz viele Systeme, die im Grunde das tun, ein Tauschmittel bereitstellen. Wenn man das vor Ort tut, kann man das gerne tun, aber es ist halt nicht so schön wie mit dem Euro. Das Hauptsystem wird durch mehrere kleine Untersysteme ergänzt. Es gibt in Deutschland inzwischen um die 30 regionale Währungen. Das heißt, die Leute haben Bedürfnis, was zu tun. Es gibt nicht sozusagen die Wundermedizin, die diese Krise ein für alle Mal für ein Land beiseite schafft. Und es sind mühsame Anpassungsprozesse notwendig, die Jahre dauern werden. Das heißt, die Staaten beispielsweise dürfen dauerhaft nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Die Banken müssen besser beaufsichtigt und reguliert werden. Wir von der EZB müssen für stabile Preise sorgen. Also viele müssen ihren Teil beitragen, aber es wird in der Tat einige Jahre dauern. Dieser freundliche Herr ist im Rat der Europäischen Zentralbank. Das heißt, er muss optimistisch sein und gibt trotzdem zu, dass es schwierig ist. Wird der Euro dann doch weniger wert sein? Müssen wir noch mehr arbeiten? Vielleicht kriegen wir am Ende am Automaten noch nicht mal mehr was. Und was dann? Was dann? Müssen wir dann Sand fressen? Wenn wir klug sind, werden wir auf anfängliche Zusammenbrüche einzelner Branchen oder Unternehmen so reagieren, dass wir die dann noch verbliebene Arbeitszeit gerecht verteilen. Und dann würden wir einen Teil unseres Lebens vielleicht viel glücklicher ohne Geld gestalten. Wer in einem Gemeinschaftsgarten ökologisches Obst und Gemüse anbaut, wer wieder handwerkliche Kompetenzen hat, ist möglicherweise viel, viel glücklicher und muss überhaupt keinen Sand essen. Wir brauchen eine Postwachstumsökonomie. Postwachstumsökonomie, das ist es. Das ist die Umsetzung des totalen Paradieses. Das machen wir doch. Da wird doch keiner was dagegen haben. Ich habe da ja teilweise auch Sympathie für, vor allem für die 20-Stunden-Woche sozusagen. Aber ich glaube dennoch, dass wir Wachstum brauchen. Wir haben eine rapide alternde Bevölkerung. Wir werden also Pflegemöglichkeiten schaffen. Das ist auch, es ist anderes Wachstum. Wir leben in einem Konsumrausch. Konsum ist inzwischen so etwas wie eine Religion geworden. Und aus so einer Spirale herauszukommen, fällt wahnsinnig schwer. Diese Postwachstumsgeschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Flash! Wir produzieren nur noch die Hälfte, man teilt untereinander. Das ist doch perfekt. Wo muss ich unterschreiben? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja. Aber der Mensch ist auch ein denkendes Wesen. Und man kann sich ändern, wenn man will. Wen von uns hat Konsum denn wirklich glücklich gemacht?
Ich lasse mich doch von meinem Finanzsystem nicht zum Dödel machen. Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die ein Hippie at heart ist. Oder sehe ich das falsch? Ja, vielleicht müssen wir einfach öfter mal die Pause-Taste drücken und nicht den Euro gesund schrumpfen, sondern uns selber. Weniger ist mehr, sagt meine Mama immer. Amen. Einige von uns sind vielleicht süchtig nach Geld. Ich würde sagen, die, die viel mit Geld zu tun haben. Viele Leute haben gar keinen Plan darüber, was Geld eigentlich ist. Das ist beängstigend, wenn man mit etwas zu tun hat, das derartig abstrakt ist. Geld bedeutet für mich eigentlich etwas, was unsere Beziehung zueinander und zu der Umwelt und zu uns selber zerstört, korrumpiert. Anja hat einen Fahrradanhänger und den braucht sie nicht mehr. Und sie hatte aber ein Bart bis hier, was sie gerne gestrichen hätte. Und jetzt haben wir einen Austausch gemacht, dass ich ihr helfe mit dem Bart und sie dafür den Kinderfahrradanhänger uns gibt. Ich habe weniger Sorgen. Ich habe kein Bankkonto, keine Rechnungen, um die ich mich kümmern muss. Ich kann mich quasi fast voll dem hingeben, wo ich eine sinnvolle Tätigkeit drin sehe. Und deswegen bin ich im Geldstreik. Sie können ziemlich genau sehen, dass ab etwa 1800, als das Geld Papiergeld wird oder Papiergeld anfängt, in die Ökonomie einzugreifen, dass von diesem Moment an das Geld anfängt, ein Ich zu haben. Das heißt, je abstrakter das Geld geworden ist, je weniger es einem materiellen Wert entspricht, desto mehr hat es Macht über den Einzelnen entwickelt und sozusagen ein eigenes Ich entwickelt. Geldbeziehung herzustellen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil da entsteht überhaupt erst so etwas wie so ein Geldbewusstsein. Also meine Erfahrung ist ganz gut, mit dem Geld in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen. Also das heißt, mit dem Geld, das Geld mal zu streicheln, das Geld mal lieb zu kosen und dem einen eigenen Platz zuzuwenden. Also so wie jetzt, wenn sie morgens mit ihm frühstücken würden und würden ihm einen Kaffee geben. Hallo, schön, dass du da bist und so. Geld versucht, Sprösslinge zu haben. Es versucht, sich zu vermehren, wie der menschliche Körper oder wie die Natur. Es versucht, biologisch, natürlich daherzukommen. Daher auch diese ganzen Begriffe von der Blüte, der Ökonomie, dem Wachstum und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die aus der Biologie und aus der Natur kommen und die sozusagen in die Geldwirtschaft eingewandert sind und da auch das Vokabular prägen. Es erzeugt Leben und es fordert Leben ein. Ich habe die große Hoffnung, dass wir den Crash, der kommen wird, wenn wir uns nicht evolutionär weiterentwickeln als Menschheit, bald in der Gesellschaft befinden, wo wir alle kein Geld mehr benutzen, dann wird es auch nicht mehr besonders sein, dass ich kein Geld mehr benutze. Without money, what would we do? Ganz ohne Geld können wir überhaupt nicht mehr leben. Wir würden heute noch in sehr starren gesellschaftlichen Verhältnissen der Feudalgesellschaft oder anderer leben, wenn nicht das Geld eine derartige soziale Mobilität nicht ermöglicht hätte. Also es hat auch durchaus einen demokratisierenden Effekt, das Geld. Wenn sich Menschen da mehr mit beschäftigen würden, mit dem Thema Geld, mehr mit dem Thema Geld in Kontakt kämen, hätten wir weniger Finanzkrisen. Der Mensch ist faul und auch unter Zwang entwickelt er nur selten eine gesunde Arbeitsmoral. Geld hilft und ist der Mensch erstmal angefixt, will er immer mehr davon. So werden aus nichtsnutzigen Kreaturen arbeitswütige Menschen. Unterschiedliche Talente führen zur Spezialisierung, was wiederum zum Handel mit Waren und Dienstleistungen führt. Von den nicht nur logistischen Problemen, die dieses System mit sich bringt, erlöst man die Menschen mit der Einführung des Geldes. Es ist leicht zu transportieren und dauerhaft. Geld vereinfacht und beschleunigt den Handel und das System setzt sich durch. Kapitalismus. Problem: Wer viel hat, fürchtet um sein Vermögen. Wer wenig hat, will mehr. Um Geld zu verdienen, braucht man Geld. Hat man keines, kann man sich welches leihen. Dazu gibt es Banken. Und das Zinssystem. Hat man genug Geld zum Verleihen, nimmt man eine Verleihgebühr, den Zins.
Die Bank verdient Geld, ohne etwas dafür zu tun, ohne reale Waren einzusetzen und fast ohne Risiko. Zinsen sind auch ein guter Motivator. Wer sich Geld leiht, muss mehr zurückzahlen und somit auch mehr verdienen. Zinsen sorgen dafür, dass mehr entwickelt und produziert wird. Der Wettbewerb verschärft sich, da jeder mehr Geld verdienen muss. Der Geldbedarf erhöht sich und die Abhängigkeit der Menschen von den Banken wird immer größer. Wenn jemand Bargeld auf sein Konto einzahlt, wird ihm der Geldbetrag gutgeschrieben. Dieses Bargeld wiederum ist die Grundlage für die Banken, um Kredite zu vergeben. Die Bank muss nur einen kleinen Teil des Geldes als sogenannte Mindestreserve im Tresor liegen haben, also kann sie das Geld im Prinzip mehrfach verleihen. Und nun verselbstständigt sich das System. Durch die Vergabe der Kredite entsteht Geld, für das die Bank Zinsen berechnet. Durch diese Zinsen erhöht sich der Bedarf an Geld, welcher wiederum durch Kredite befriedigt wird, auf die wiederum Zinsen gezahlt werden. Die Gewinne der Banken steigen immer schneller. Sie verleihen Geld, das ihnen nicht gehört, erschaffen Geld, das es eigentlich nicht gibt. Die Reichen sind glücklich und die Armen zu beschäftigt, um das System zu hinterfragen. Was nun?